Inzwischen gibt es über 1000 Pokémon. Und unter ihnen gibt es einige ganz besondere Arten. Flo und ich ziehen heute los und müssen jeweils ein legendäres, ein sublegendäres, ein mystisches, ein pseudolegendäres, ein Paradox-Pokémon und ein Starter-Pokémon fangen. Natürlich haben wir wieder alles gut durchgeschüttelt, damit Pokémon, Movesets und Fähigkeiten komplett random sind. Und wenn wir beide jeweils ein Team aus 6 Pokémon gefangen haben, dann kämpfen wir! Wow, was für eine wunderschöne Aussicht das ist. Ein perfekter Tag, um ein paar Pokémon zu fangen. Und zwar genau 6 Stück. Aber euch darf ich nicht mitnehmen. Aber dich dürfte ich mitnehmen. Hallo, 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 mein Freund. Hängst du im Zaun fest oder ist das Absicht? Für dich Lugia? Ich mag Lugia. Da haben wir noch. Aha. Also ich mag Lugia sehr, sehr gern. Und da hinten haben wir noch einen, wie auch immer du heißt, Donnerblitz. Dings. Ja, das ist es. Na, aber ich glaube, ich möchte die beide nicht. Also Lugia ist ein cooles Legi. Nee, den mag ich auch nicht. Ich such weiter. Ja, ich glaube, da habe ich mein Paradox-Pokémon gefunden. Den nehme ich mir, glaube ich, gerne mit. Guck dir doch die dicken Händchen an, die er hat. Ist doch ein Träumchen. Mein Gott. Eisenhand. Let's go. Das Paradox-Pokémon haben wir und ein Humanoel ist auch am Start. Necrozle-Manozle. Den könnte man als Legende schon mitnehmen. Eigentlich ist der ziemlich cool, aber... Nö. Doch, ein Starter. Doch, eine Legende. Wow. Also ich glaube, to be honest, Tutok ist schon der schwächere, also einer der schwächeren Starter, aber es ist Tutok und eigentlich kann ich nicht widerstehen. Weil ich liebe diese Schildkröte. Die ist großartig. Wir sollen besondere Pokémon fangen. Wir sind an einem besonderen Ort mit einem besonderen Menschen. Mia, hey, wenn ihr mich mögt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und falls nicht, dann nicht. Wir haben hier auf jeden Fall direkt schon mal ein Wulaosu mit, was ein legendäres Pokémon wäre. Aber ich habe irgendwie gar keinen Bock auf Wulaosu. Aber ich glaube, auf was ich Bock hätte, da wäre auch noch Ogabon zur Auswahl. Aber ich glaube, mag ich auch nicht so. Aber ich würde uns schon mal gerne dieses Pokémon hier holen. Nämlich ein Paradox-Pokémon der Zukunft. Eisenflügelus. Hä? Ich weiß nicht warum, eigentlich ist der jetzt echt nicht so krass, aber irgendwie habe ich richtig Bock auf den. 300 Filinaren! Lauft! Ich wollte hier eigentlich reingucken und schauen, was mein Spiegelbild mir zu sagen hat, aber hier ist irgendwie... Ah, da ist mein Spiegelbild. Holy shit, bin ich groß. Gut, vielleicht sollten wir Pokémon fangen, statt das zu machen. Ich wurde gerade von diesem Netz da angeleuchtet. Dementsprechend würde ich da ganz gerne hin. Denn da drin muss ja ein legendäres Pokémon sein. Und da drin ist ein Elzebar. Wow! Aber hier wird ja wohl noch mehr sein. Hallo? Hier ist eine Leiter. Das ist echt ein verdammt mystischer Ort. Hier ist nach wie vor eine Leiter. Bitte. Ah! Okay. Oh, Eisen, Haupt. Aber wir haben schon Dings. Also, nö. Aber vielleicht hier unten so ein Graudon? Es geht noch weiter runter. Wir nehmen jetzt dieses Mal nicht die Treppe. Ich bin männlich. Oh mein Gott, es geht ja 3000 Kilometer tiefer. Aber egal. Haben wir überlebt? Oh! Wow. Also, Lugia... Hä? Oh. Ich mache gerade nur noch irgendwelche Hundegeräusche. Lugia ist verdammt cool. Also so optisch. Aber spielerisch weiß ich nicht, ob ich so Bock auf den habe. Hör auf! Lass mich. Ich glaube, wir suchen noch mal weiter, ja? Hisuitonupto als Starter-Pokémon? Ich glaube, der ist ziemlich cool. Den nehmen wir uns. Der dürfte sich auch ziemlich gut mit unserem Eisenhals ergänzen, weil Eisen, der hat ja eine Bodenschwäche. Eisenhals wehrt das wiederum ganz gut ab. Der hat eine Geistschwäche und eine Unlichtschwäche. Wird Eisenhals auch sehr, sehr gut ab. Doch, gefällt mir. I like it very much. So, wollen wir jetzt den Berg hochgehen oder gehen wir hier weiter auf die Wiese? Oh, Terrapagos. Aber mit random Fähigkeiten, I don't know, ob es das ist. Ich weiß nicht. Hier hätten wir auf jeden Fall ein pseudolegendäres Pokémon. Trikefalo. Oh, und Lati. Boah. Er ist einfach... wie ein Düsenjet davongerauscht. Lati, nein. Lati, warum bist du gegangen? Warum? Warum bist du gegangen? Danke, Merkel! Du Arschloch! Mit Darkrai hätten wir noch mal ein Mythical. Ich glaube, den würde ich sogar mitnehmen. Darkrai haben wir noch nicht so oft gesehen, glaube ich. Und da habe ich mal Bock drauf auf jeden Fall. Und ich glaube, den kann man auf jeden Fall schon mal mitsnacken, ne? Damit haben wir schon 3 von 6 Pokémon gefangen. Da ist Lati wieder. Lati! Lati! Ja, ich habe ihn. Ich habe sie. Ja, es. Ich habe alle. Ja, das süße Ding nehme ich mir natürlich gerne mit. Da überlege ich gar nicht zweimal. Und wenn es hier wieder auftaucht und quasi mich auswählt, dann
gibt's da ja gar keine Fragen eigentlich, ne? Was ist, wenn wir uns Metang fangen? Dürfen wir den entwickeln? Ich muss da mal kurz den Regelwärter fragen. Solange ich die Regularien noch nicht erfahren habe, würde ich sagen, wechseln wir den Ort und gucken mal, was wir noch so hier finden und kehren dann einfach später hierhin zurück. Guter Witz. Ich werde hier nie wieder hinfinden. Okay, wir hätten nach wie vor Ogapon als kleine Legende, feiere ich aber nicht so. Oh mein Gott, Rayquaza ist halt nicht das allerkrasseste Pokémon der Welt, aber der hat einen sehr guten Spezialangriff und physischen Angriff und man weiß bei diesen Random Movesets ja nie genau, was bekommt man jetzt. Das heißt, das ist eigentlich ganz solide, würde ich sagen. Nehmen wir mit. Wobei wir jetzt zwei Flug-Pokémon haben, ne? Aber ja, wird schon passen irgendwie. Ich habe jetzt mittlerweile auch die Rückmeldung bekommen, wir dürfen weiterentwickeln. Dementsprechend gehen wir dann doch nochmal zurück zu Tunnel. Denn auf Metagross hätte ich schon sehr, sehr Bock. Und wie zu erwarten war, habe ich den Ort, glaube ich, verloren. Oh mein Gott, das ist Miraidon. Ja, Miraidon wäre aber auch sick gewesen. Was, hätte man Miraidon als Paradox-Pokémon fangen können? Nö. Wisst ihr was? Blocky ist jedes Mal dabei, mich zu betrügen. In jedem Video, ihr könnt nachgucken, in jedem Video, was wir aufnehmen, betrügt mich dieser Schwanz. Jetzt betrüge ich ihn mal. Denn Miraidon ist ein Paradox-Pokémon und ich habe die Regularien damit umspielt. Bam. Und ändere mein Pokémon auch noch nachträglich. Bam. Das ist die Rache für 13 Jahre Schmerz. Genau dich will ich, aber du bist ein Pokémon von einem Fremden. Angelika, wo sind sie? Solgaleo Memo. Der wäre echt crazy. Da ist es, wir haben ihn. Damit fehlt uns gar nicht mehr Unheilsjuwelen. Okay, wobei ich noch nicht genau weiß, ob das so die perfekte Fähigkeit für Tunnel ist. But hey. Und damit fehlen mir auch schon nur noch zwei Pokémon, nämlich ein Coverlegi quasi und ein Pseudo-legendäres Pokémon. Und außerdem hier durch die sonnige Steppe zu steppen, ist doch eigentlich auch sehr angenehm. Metacross wäre ein Ding. Ja, da unten haben wir eher so ein dreckiges Tal, ne? Aber da gucken wir doch mal rein. Die Paradiesebene sieht gar nicht so paradiesig aus. Aber also viele Pokémon sind jetzt hier gerade nicht unterwegs, oder? Kann es sein? Ist hier irgendwas falsch? Hallo? Solgaleo! Ja, ich würde sagen, den kann man doch mal mitnehmen. Ist ein Cover-legendäres Pokémon und damit nehme ich den. Da werfe ich doch glatt meinen Meisterball auf den kleinen Fratz rein da und Wigglewuff und Snaggedy-Paggedy in mein Gesichti. Und dann suchen wir uns nur noch ein pseudo-legendäres Pokémon, wa? Da gibt es schon ein paar, aber auch gar nicht so krass viele und ich möchte eigentlich nicht unbedingt noch einen Drachen haben. Wir könnten daher schon Lavita mitnehmen und entwickeln. Angegriffen, der ja. Aber weiß nicht, ob das der richtige Play ist. Der hat halt eine enorme Vierfachschwäche. Crunderas wäre auch ein Ding, aber ist halt ein Drache. Aber ich bin da zuversichtlich, dass wir noch eins finden. Irgendeins von denen, die keinen Drachentyp-Intus haben. Eigentlich müsste man sich das Metagross holen. Oh! Ha, wenn man vom Stahlcontainer spricht, dann spawnt er auch. Easy. Es ist ja einfach nur frech. Latias ist damn sick. Ich überlege nur gerade. Zapdos wäre auch noch da hinten als eine Option. Habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Ja, ich weiß, du willst. Aber will ich, ist die Frage. Also am liebsten schon. Aber wir haben schon einen Drachen. Wir haben Miraidon, wir haben schon zwei Drachen, ne? Wäre wahrscheinlich nicht so klug. Windewoge, Moinsen. Glaubt, er würde sogar als kleines Legendary durchgehen, aber ist halt nochmal ein Drachen-Pokémon. Digga, Rosalina. Endynalos. Okay, hier sind wir, glaube ich, an einem sehr, sehr guten Ort. Oh ja. Kyurem White? Boah, der wäre sick gewesen. Arctos, Polaros. Boah, ich glaube, Polaros hätte ich schon Bock, um ehrlich zu sein. Also Arctos ist auch ein beautiful Pokémon, aber ist halt nochmal ein fliegendes Monster. Von dem hier nehmen wir uns Polaros als kleine Legende und dann fehlt uns nur noch ein mystisches Pokémon. Von dem Mystischen gibt es jetzt natürlich nicht unendlich viele. Dementsprechend weiß ich gar nicht, was ich mir da am liebsten wünschen würde. Also vermutlich nehmen wir einfach das Erste, was wir finden. Es sei denn, es ist kompletter Trash. Ist The Root ein mystisches Pokémon? Wir könnten The Root nehmen, um ehrlich zu sein. Da oben ist Darkrai. Ich glaube, Darkrai ist ja noch cooler, oder? Lass uns Darkrai nehmen. Let's go. Den sieht man auch nicht alle Tage. Den Herr der Finsternis. Wow, wir haben... Wow, Gemeinsamkeiten tatsächlich. Oh, wir haben Darkrai und Metagross beide. Warum hast du zwei Cover-legendäre Pokémon? Na, weil Miraidon ein Paradox-Pokémon ist. Und ich habe ganz sicher nicht ein Pokémon, was ich vorher gefangen habe, dafür ausgetauscht, weil du mich in den letzten Videos immer verarscht. Jo!
Darkrai! Darkrai! Na, schauen wir doch mal, ob das was wird. Ich denke nicht, ne. Ne! Um ehrlich zu sein. So, du schläfst jetzt nämlich erstmal. Ey, das ist so eine Frechheit. Während Darkrai zweimal auf dem Feld ist. Protzi Schmotzi. Stimmt, aber wir haben beide keine Albtrauben, denke ich. Oder? Ne, ich vermute nicht. Na! Aber wahrscheinlich dein Metagross. Oha! Tim schläft tief und fest. Tim! Guck mal, weißt du? Pflanzentyp wegen deinen Egelsamen. Ey, weil du jetzt Darkrai so als Gefahr gesehen hast. Du bist so gemein. Und ich habe Mäuseplage. Was für Mäuseplage schon wieder? Ja, zweimal! Was für zweimal! Das reicht aber auch! Egelsamen abgewehrt! Boah, hab ich gesabbert, Digga. Okay, du nein, einfach drin. Das macht man nicht. Das macht das man ist illegal. Das ist illegal. Hier. Das wurde nie in den Regeln festgehalten. Wir machen ohne Sleepclaws. Machen wir mit Sleepclaws? Dann höre ich auf. Natürlich. Dann höre ich jetzt auf damit. Das ist schon Regelbruch. Ich hab gewonnen. Du bist Regelbrecher Nummer 1. Und heute habe ich mir mal vorgenommen, heute breche ich die Regeln. Aber ich mache dich jetzt zur Pflanze. Damit kann ich dich nicht mehr einschläfern, okay? Mach mich zur Pflanze. Das ist so nett. Dankeschön. Immer wieder gerne. Und jetzt die gute alte Mäuseplage. Jawohl. Jawohl. Ja. Ist nicht sehr effektiv. Ah nein, du kriegst es ja nur zusätzlich. Ja. Oh, ich bin aufgewacht. Endlich. Ah! Was? Lecker! Ich bin plus 1, du Sau! Crit! Du Sau! Lecker! Du Sau! Du Sau! Sag ich mal, wie es ist, ne? Quasimodo. Ich bin Terraflug, Rayquaza, und jetzt kommt mein Zenitstürmer. Nee. Nee, das stimmt. Gegenschlag! Aber Gegenschlag! Aha! Ah, wichtiger dann. Wichtiger dann Arsch. Er schläft immer. Hm. Ja, doch. Ah, du mit deinem Blutsauger die ganze Zeit. Aber ich hab Beulenaim. Ja. Akrobatik? Dein Metagross ist schneller? Na, jetzt nicht mehr. Boah. Memo. Mach mal so Nick. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob das jetzt ein Play ist. Ich mach dich zur Pflanze, ne? Ich hasse es. Sehr. Ja. Oh mein Gott, ja. Oha. Oh mein Gott, das wird ja Schaden machen. Oh, das macht echt Schaden. Das oh ja. Ist sehr effektiv. Oh ja. Das du ist doch Turtok. Du hast Frostschicht. Ja. Scholz. Hast du Terrapflanze? Na. Was hast du Terrapflanze? Na. Und vor allem weiß ich nicht, ob du das tun willst gegen Rayquaza. Terrageist. Na. Okay. Terrapflanze wäre aber witzig gewesen. Stimme ich dir zu. An der Stelle. Ist auf jeden Fall nicht der beste Terra-Typ. Tschüss. Okay. Das ist ein bisschen scary, aber ich bin, glaube ich, ganz froh darüber, das getan zu haben, was ich Oh! Räumen wir das Feld kurz auf, wa? Oh, jetzt ist scary. Der hätte Abschlag eingesetzt jetzt auf Dings. Und dann wäre dein Wahlschall weg, du Drecksau. Da standen auf jeden Fall zwei mächtige Schlangen auf dem Feld, ja, ja. Wir gehen dann einmal in Paul Niels Upto. Und rostige, und rostige Pferd. Boah! Frech! Let's go! Oh mein Gott, das macht gar nichts. Das macht einfach gar nichts. Gemein! Was hast du mit meinem Darkrai gemacht? Alle Pokémon sind übrigens nach keinem Tier benannt, also. Oh, oh, oh. Ups! Blumentrick! Ja. Das ist ja witzig. Nee. Hast du nur noch das eine? Na, noch Metagross. So! Ja. Yeah. Der ist Zentimeter groß. Oh nö. Oh Mann, ey. Ah. Ja. Schwierig, Bro. Mhm. Letzte Ehre ist so broken, Alter. Ja, ja. Bin so sauer. Yeah. Na klar doch. Na klar doch. Oh, Schwächenschutz? Na klar doch. Oh, Schwächerschütze. So. Metagross hatte übrigens Frostschicht. Mit Gigastoß. Ah. Hm. Mann, das war mein Kraftkoloss-Lad. Ja, das hat man irgendwie auch ein bisschen gemerkt. Was ist denn mit dir, letzte Ehre und Kraftkoloss? Ich will eigentlich gar nicht nochmal letzte Ehre drücken jetzt, aber ich muss. Drück letzte Ehre auf dich, du überlebst es. Okay, ich probier's aus. Wow! Ja, stark! Wow, das macht jetzt, glaube ich, nicht so viel mehr. Da hätte ich vorher drüber nachdenken Zahlung. Sollen. Die Rache für den nächsten Tod. Wow! Ja. Jetzt kannst du tatsächlich nochmal letzte Ehre auf deinen leeren Slot einsetzen. Das funktioniert. Das ist ja interessant. Ja, das ist ja fehlgeschlagen. Im VGC ist das eine sehr selten verbreitete Taktik. Ich nehme dann den Sieg mit. Mann! Einfach für die so Statistik. So ein Tryharder!
Rostige Pferd, Bruder. Falls deine letzte Ehre noch nicht verbraucht ist, schaust du jetzt in dieses Video rein. Da haben wir auch krasse Sachen mit krassen Legenden gemacht.